Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ja, Suchers Fraud, meine Freunde. In der letzten Folge haben wir Fliedra entgegengesehen und das mit einem ziemlich overpowerten Charakter, wie ich finde. Das ist der einzige Knackpunkt an dem, dass in der Story selbst nur dem guten Asura was passieren kann, ansonsten nicht wirklich. Deswegen bleibt es aber spannend für die, wie mich, die das Spiel noch nicht ganz durchgesuchtet haben, so. Und ja, wir sind bei der Episode 1, der Anbruch einer neuen Dämmerung, stehen geblieben. Künstler Seichiro Hosokawa hat das Bild gemacht, so wie es ausschaut. Karma-Festung, Deus-Raum nach dem Kampf mit Fliedra. Ja, weiter. Carlo, herzlichen Glückwunsch, Kommandant. Wir haben Fliedra wieder einmal erfolgreich unterdrückt. Deus, das bedeutet nichts. Es wird irgendwann zurückkehren. Und eine größere Bedrohung als je zuvor sein. Das könnte sein, ja. Allerdings denke ich weniger, dass es so kommen wird. Weil wir haben noch den guten Asura. Aber mal schauen. Ach ja, und das sind übrigens kleine Nebensequenzen, die also so in Comic-Style, die einfach sagen, oder besser gesagt zeigen, was da noch so passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie man die Darstellung ändert oder so. Keine Ahnung. Ich drücke hier mal überall drauf, außer auf Back, ne? Um das alles nicht zu überspringen. Aber es sieht mir nicht so aus. Deus Fliedra, das abscheulichste Biest, das zu vernichten wird, schwieriger als ich angenommen hatte. Carlo, und wer hätte gedacht, dass Asura der Teufelskerl derjenige sein würde, der es aufhält? Er hat selbst August übertroffen. Das ist nur möglich gewesen, weil er die Unterstützung der Priesterin hatte. Nicht wirklich. Wäre auch so gegangen. Ah, das ist das nächste Bild. Ah ja, seine Tochter Mitra. Es könnte durchaus sein, dass wir unseren Sieg ihr allein verdanken. Die Priesterin war nützlicher als Kaiser Strata höchst selbst. Carlo, vielleicht habe ich zu viel gesagt. Ihre Kräfte zu nutzen ist ein elementarer Schritt auf unserem Weg, unsere Sache umzusetzen. In der Tat, ihre Fähigkeit, das Mantra zu verstärken, ist recht bemerkenswert. Kaum zu glauben, dass dieser geistlose Grobian ihr Vater ist. Ich schlage vor, dass wir eingreifen, zum Wohl der Priesterin. Er ist eine mögliche Bedrohung für unsere Pläne. Noch nicht, er kann uns immer noch nützlich sein. Oh, sie wollen Asura loswerden, die Pisser. Tja, ob das so klappt, keine Ahnung. Und das ist das dritte Bild. Ah, nochmal dasselbe. Scheiße. Derzeit müssen wir uns auf die Fertigstellung der Karma-Festung konzentrieren und herausfinden, wie wir effizienter Mantra ansammeln können. Ohne dieses Wissen sorgt euch nicht, Kommandant. Ich habe bereits einen Plan für all das erstellt, inklusive der Priesterin. Sehr gut, fahre wie geplant fort. Scheitern ist keine Option. Oh Mann. Episode 2, Verrat und Rat. Da hätte ich also, aufhören können. Gut zu wissen fürs nächste Mal, also für diese Folge. Dann wisst ihr, dass ihr immer so einen Cliffhanger bekommt. So, was passiert als nächstes? Also, viel Spaß, Freunde. Wie geht's weiter? Also, ich sag euch schon, wann ich zu meiner Blindstelle komme, wo ich dann nicht mehr weiter weiß. Der Tag nach dem Sieg über Fliedra. Oh, geil. Einfach mal arschgeil. Viel besser als Star Wars, ganz im Ernst. Asuras Residenz. Anata!
ご無事で。ああ。お帰りなさい、お父様。ああ。アズラ様、神王様がお呼びです。至急、謁見のままでおいてください。きっと、ブリトラを倒した報奨の件についてじゃないかしら。さあ、神王様をお待たせしてはいけないわ。わかった。 Oh Mann. Das ist ein grausamer Fehler, meine Freunde. Er hat gar nichts gemacht, aber hey. Das interessiert ihn natürlich nicht, ne? Für die ist er jetzt ein Verräter. Teil 1. Leiden. Episode 2, Verrat und Rache. Ja, nö, ist klar. Ich glaube es nicht, Ich glaube es definitiv nicht. So, verpisst euch, nö. Ich mich ein. Ich verhaue euch. Am Anfang hat man natürlich nicht so viele Kombos. Die kriegt man erst per Level Up. So, hier bekommt ihr Dauerfäuste. In your face, meine guten Herren. So, darf ich mal einen starken Angriff raushauen? Danke, wundervoll. Was? Was ist... Lockern, ah, ein Ziel anvisieren. Ist kein Problem. Hey, das Ausweichen und so könnte man auch noch. Kein Problem. Brauchen wir aber nicht. Heftige Scheiße, er kämpft mit den Dingern in seinem Rücken. Das ist ja heftig. Hier, verpiss dich. Nein. Treffen tust du mich nicht, mein Freund. Hier, verpiss dich. Und jetzt, viel Spaß, mein Freund.
riesen Faust in your face. Leider geht hier nicht viel zu hoch, meine Freunde. Aber jetzt. Oh gut, das war scheiße. Ich war nicht gerade synchron. Ich habe viel zu früh gedrückt. あなた。あの子。わかった。もうしゃべるな。 大義を持って大回転を成就する。世界を救う大回転だと。ふざけるな。<笑>貴様のその怒りも命も我が背負うべきものよ。 気づく世界への礎となれ、アスラ。
Tja, heute fällt wohl die Folge etwas kürzer aus. Denn extras wurden neue Profile hinzugefügt. Aha. Denn extras wurden neue Illustrationen hinzugefügt. Denn extras wurde ein neues Zwischenstück-Video hinzugefügt. Finde ich super. Der Speichervorgang war erfolgreich, supi. Und jetzt? Kommt wieder so eine Kurzgeschichte, jupp. Verrat und Rache. Na dann. Aus den Mythen, die unter den Menschen seit Generationen weitergegeben werden oder wurden. Der böse Halbgott, der aus dem Himmel fiel. Erzähler vor einer langen, langen Zeit. Lebten einst 8 legendäre Halbgötter. Sie waren als die 8 Wächtergeneräle bekannt und führten die Halbgötterlegion gegen die unreinen Goma. So brachten sie die Welt Frieden und Reichtum. Aha. Ja, nö, ist klar. Aber einer von ihnen trug ein schwarzes Herz in seiner Brust, mit Absichten, die nur ihm zugutekommen sollten. Sein Name war Asura. Selbstsüchtig in seinen Bestreben stellte er sich gegen seine Art, verbreitete Angst und Schrecken unter den Halbgöttern und nahm Kaiser Strata das Leben. Okay, es war eine dunkle Zeit. Schwarze Wolken hüllten den Himmel ein, Pflanzen und Bäume überall auf der Welt verkümmerten und starben. Die Menschheit wurde von Kummer und Schmerz überwältigt. Heftige Scheiße, ne? Und gute Bilder im Hintergrund, muss ich auch gestehen. Dann, als man glaubte, dass alle Hoffnung verloren sei, strahlten 7 Lichtpfeiler aus dem Himmel und die verbliebenen 7 Wächter generell erschienen. Unter dem Kommando des großartigen Dois kämpften sie heroisch gegen den Bruder, der sie verraten hatte, und rächten den Tod von Kaiser Strada, indem sie Asura dem Sein übergaben. Von Stund an wurden sie als die 7 Gottheiten bekannt und wachten vom Himmel aus über die Menschen. Okay. Tja, und nach diesem Cliffhanger, wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Tüdelü!